Ohne Zweifel einer der bemerkenswertesten Hengste der letzten Oldenburger Hengsttage war ein Nachkomme des Comprévu, den wir heute Abend auch noch erleben möchten, Comanchero. Bevor aber der Sohn die Aufwartung macht, wollen wir uns den Herrn Vater noch einmal zu Gemüte führen. Mathis Schwenker hat auf ihm heute Abend Platz genommen, auf diesem Westfalen des Jahres 2013. Ein Sohn des großartigen Weltcup-Champions und Global Champions Tour Etappensiegers und natürlich Sieger in so vielen großen Preisen unter Markus Ehning, comme il faut, aus der Quintessa von Quinta Real Balou de Rouet. Vor allen Dingen im letzten Jahr, Gerd, wieder voll auch sportlich in Erscheinung getreten, die ersten großen Esserfolge unter deinem Haus- und Hofbereiter Jannes Schulte-Wolter. Ich freue mich sehr auf seinen Auftritt heute Abend, Comprévu mit Mathis im Sattel. Ja, schön, dass du auch unseren Bereiter erwähnst, weil der Jannes das auch toll gemacht hat. Jannes Schulte-Wolter, der ist ja im Rückraum und hilft da hinten, dass das alles gut funktioniert. Er hat da seine größeren Esserfolge, war glaube ich auch schon Zweiter. Dieser Hengst, ja, stammt ab von Comme il faut. Und Comme il faut, dieses Blut muss man einfach haben, oder Cornet-Blut. Ja. Und ganz besonders gerne erinnere ich mich daran, Henrik, wo wir beide in Lanaken waren, ne? Fünfjährig, zweimal gewonnen. Und im Finale warst du bester deutscher Hengst mit ihm. Er hat dann die Hauptprämie gewonnen, tolle Fohlen gemacht. Und ich habe auch noch mal mir ein bisschen die Hengstschau auch mal von unseren Freunden aus Zangersheide angeguckt. Und da hat auch Christian und Judy Ann, die haben unwahrscheinlich von dem Dreiviertelbruder Comme il faut Plus gesprochen. Die waren so begeistert von ihm, dass er mit allen Möglichkeiten ausgestattet ist. Hier ist das auch so, der Hengst hat mal 6-7-jährig so eine Phase gehabt, Hendrik, oder nicht, wo er nicht ganz so in Schuss war. Das haben auch mal Hengste, aber jetzt sind wir wieder auf gutem Weg. Genau, wie sind deine Erinnerungen an den? Ja, auch Comprévu, muss man sagen, hat es richtig gut gemacht, fünfjährig, gleich zu Anfang an der Saison gute Platzierung geholt, hat sich qualifiziert fürs Bundeschampionat und konnte auch auf der Weltmeisterschaft glänzen. Gute Runde, Matti. 6-7-jährig, wie gesagt, war ich ein bisschen auf anderen Turnieren, wo ich ihn nicht mitnehmen konnte. Somit hat er so ein bisschen hinten angestanden. Aber ich denke mal, dass Jannes das jetzt schon gut wieder aufgeholt hat letztes Jahr, wobei wir sagen müssen, dass wir dieses Jahr da, glaube ich, gut bei anknüpfen können. Ja genau, das ist halt ein richtiger Hengst. Stell ruhig mal hin hier, Mathis, dass man nochmal den Typ so genau erkennen kann. Kannst ruhig mal hinstellen. Das ist so ein richtiger Hengst auch, ne? Und Comme il faut, das sehen wir auch noch, einen Ritt von Markus Ehning. Jetzt, das ist einfach auch ein absoluter Kracher, ne? Mit welchen Möglichkeiten dieses Pferd das alles umsetzen kann. Eigentlich sehr unscheinbar, sehr klein. Aber wenn der Markus Ehning da drauf sitzt und sieht diese Runden, das ist einfach, das Pferd explodiert. Und dieser hat eine Quinta Real Mutter, die auch dressurmäßig sehr gut ging und gut sprang. Und dann die Balou Mutter. Und wie gesagt, und dann der wirkliche Kracherfeierer von Zangersheide, Comme il faut Plus. Und da hoffen wir, dass wir da auch einen Hengst für unsere Züchter gefunden haben, den unsere Züchter mögen. Der hat tolle Fohlen gemacht, Hauptprämie gewonnen, sehr viel in dunkler Jacke, können sich gut bewegen. Und die Nachkommen, die wir von ihm haben, wir zeigen ihnen gleich einen schon, sehr großrahmig, auch mit sehr viel Vermögen. Mathis, der steht dir auch fantastisch. Aber vor allem unserem Jannes Schulte-Wolter wollen wir nochmal danken, der ihn perfekt vorbereitet hat. Da steht eine großartige Turniersaison 2022 auch im Werden. Comprévu mit dem Superblut des Comme il faut. Vielen Dank an Mathis Schwenker.